Sonntag, 2.4., 13 Uhr, ADR, RIP Denim, Release. Checkt, wie gesagt, Instagram-Seite ab. Da kommt jetzt die Tage Content online. Hier sieht man das Prachtexemplar nochmal in ihrer Gänze. Falls ihr noch Fragen habt, dann let me know. Lang ist es her, wirklich, dass wir einen Pad-Check hatten. Aber ich werde jetzt Outfits bewerten, meine Freunde. Ich bewerte Outfits, die ihr mir zuschickt. Ihr schickt mir irgendwelche Instagram-Namen rein in den Chat. Und ich gucke mir deren letztes Instagram-Outfit an. Und das bewerte ich. 1 bis 10 wie immer. Ich nehme hier wieder einen Notizblock, damit wir die Namen aufschreiben können. Damit der Gewinner gekürt werden kann. Gnabry. Gnabry, der Fußballer. Haben wir es, glaube ich, noch nicht abgecheckt, oder? Naja, diese Fußballsachen lassen wir mal weg. Ja, Bro, jetzt ohne Witz. Ihr wolltet ja meine Haare sehen. Hier, so sehe ich aktuell aus. No cap sogar. Alright, wir haben hier Kids Super. Ich meine, in der Caption, dann ja, müsste auch klar sein, was wir hier für Pieces haben. Aber wir sliden mal rein. Hier dieses Set aus Denim-Jacke, glaube ich, mit der passenden Hose. Mit so einem Motiv drauf. Finde ich eigentlich ganz nice. Dazu noch einen Hut. Eine verrückte Tasche, wo sich Menschen küssen. Schuhe. Ich finde, die Schuhe passen gar nicht zu dem Outfit. Ich finde, das Set auch hat auch nicht einen nice Fit. Wisst ihr, das sitzt so sehr regular. Haut mich einfach nicht aus den Socken, um ehrlich zu sein. Farblich sehr geil. Also auch hier diese Elemente von diesem Embroidery müsste das bestimmt sein. Passen sehr gut zu der Tasche. Die Schuhe, sind das aus Rios? Ich weiß es nicht. Sehen für mich nicht so passend aus. Aber an und für sich ein gutes Outfit. Ich muss aber auch ehrlich zugeben, das hier hat mir deutlich besser gefallen. Diese Vibe. Dieser Vibe. Man sieht leider nicht die Hose, man sieht leider nicht die Schuhe. Deswegen habe ich das jetzt rausgenommen. Aber Gnabry auf jeden Fall jemand, der sich traut, der auch, ich weiß gar nicht, ob der in der Fashion-Bubble ist. So das, was ich auf Instagram sehe. Definitiv. Auch ein sehr starker Look. Sehr starker Look, um ehrlich zu sein. Ich für meinen Teil sehe bessere Outfits als das, was wir uns angeguckt haben. Wir müssen halt das jetzt auch raus. Also bewerten. Ich gebe für den Fit aber eine 6,5 von 10. Als nächstes bleiben wir in der Bubble. Wir schauen uns nämlich jetzt ein Fit von Shai an. Shai, ja, glaube ich, mittlerweile Rang und Namen sich erarbeitet in dieser Fashion-Bubble. Haben wir uns, glaube ich, auch schon angeguckt. Wenn ihr euch sein Instagram-Feed anschaut, dann ist da wirklich sehr viel doper Stuff mit dabei. Aber auch hier schauen wir uns jetzt das aktuellste Video an. Und da sehen wir mal ein Fit in eine ganz andere Richtung. Hier mit so einer Flare-Denim-Jeans. Erinnert mich so ein bisschen an die ADR-Flag-Denim, um ehrlich zu sein. Ohne halt diese Element an den Knien. Dann Cowboy-Boots und eine Biker-Jacke. Und ich glaube, da ist auch nochmal so eine Bag dran. Ist das ein Rucksack, eine Tasche? Auch geil, wie er die Hose so halb auf halb acht trägt. Finde ich nice. Ich finde es auch hier cool oder nicht so schlimm, dass er keinen Gürtel anhat, weil die Jacke hat hier schon so einen Gürtel. Wisst ihr, wie ich meine? Das hätte sogar schon dann zu viel sein können, wenn er die Hose wirklich so trägt. Ich muss sagen, starker Fit. Auch wirklich ein Fit, den ich so 1:1 rocken würde. Ist das eine Balenciaga? Steht hier Balenciaga drauf? Irgendwie gibt mir das Balenciaga, weiß ich. Ich weiß aber nicht so, was das ist, um ehrlich zu sein. Ist das eine Tasche? Ist das eine Bauchtasche? Ist das ein Rucksack? Ist das... keine Ahnung. Ey, aber wirklich sehr wilder Fit. Mir gefällt die Jacke. Mir gefällt die Hose, die Schuhe. Man hätte noch so ein bisschen mehr mit Accessoires spielen können. Vielleicht Ketten, noch mehr Ringe, noch mehr Armbänder, weil das geht in so eine androgyne Richtung. Aber krasser Fit, wirklich sehr, 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 sehr guter Fit. Die Jacke unfassbar. Ich gebe dem Fit eine 8 von 10. Sehr cooler Fit. Auch ein super leichter Fit, leichte Kost, sondern das ist wirklich so ein Everyday-Fit, aber du weißt, okay, er weiß, was er tut. Als nächstes Reezy. Hier haben wir doch ein Fit. Zuallererst muss man sagen, sehr, sehr street-lastiges Outfit. Wir haben, wenn es mich nicht täuscht, die LV-Trainer in weiß-grün an den Füßen. Wir haben dazu eine Distressed-Denim-Jeans, die so ein leicht, ja, vielleicht sogar ein Schlagfit hat, wenn nicht ein Schlagfit, dann aber einen sehr Baggy-Fit hat. Also die hat einen sehr, sehr Baggy-Fit. Mir gefällt auch, dass hier überall noch so, ja, so Rips runterhängen. Dann haben wir ein weißes Longsleeve und dazu eine Weste. Ist das eine Murder-Weste? Kann der Chat das bestätigen? Vielleicht ist das auch eine Denim, ne, davon. Also hier, das gibt mir so diese Vibes hier. Dieser Patch hier, der hier drauf ist, den sehe ich irgendwie hier. Wisst ihr, wie ich meine? Ich muss sagen, cooles Outfit. Sehr
Streetwear-lastiges Outfit. Also, was man schon auch so öfter sieht. Ich sehe gerade hier, zumindest erscheint es mir so, dass die Laces sogar in Orange gehalten sind. Ja, so auf Matchy Match, so ein bisschen angelehnt. Ey, ich muss sagen, ich finde, der Fit steht ihm. Gerade auch so dieses Weiß obenrum, farblich gut abgestimmt. Diese Elemente hier von der Weste werden bei den Schuhen und bei der Hose nochmal aufgegriffen. Die Weste ist von Who Decides War. Okay, danke schön für die Aufklärung, Chat. Ah, okay, I got it. Ja, Mann. Aber ey, guck mal, ich war gar nicht so weit entfernt. Okay, ich war gar nicht so weit entfernt, Chat. Wie gesagt, ich finde, das Outfit steht ihm sehr gut. Ich finde, das Outfit ist farblich gut. Das ist mehr oder weniger eine sehr standardmäßige Silhouette, wo er aber den aktuellen Zeitgeist sehr gut trifft. Und ich glaube auch gerade für die Bubble, wo er sich befindet, ist das ein passendes Outfit. Es geht jetzt nicht in so eine UFO-Richtung. Es geht halt mehr so wirklich in diese Streetwear-Bubble rein. Aber in diesem Ding ist es gut umgesetzt. Und deswegen gebe ich Reezy Feel dieses Outfit 7,5 von 10. Na, eine 7 von 10. Ah, eine 7,5 von 10, komm. Gönnerpad ist heute mal unterwegs. Und es ist auch, by the way, ein Outfit von dem Doktor-Video. Da gibt es nochmal extra Punkte. Der Song ist echt krass. Naja, next one, Chat. Wir haben noch 5. Oh, ihr haut manchmal Namen raus. Ich kenne die nicht. Kalim. Wenn wir schon mal ein bisschen in der Deutsch-Rap-Bubble unterwegs sind, dann machen wir direkt den nächsten. Also ähnlich, also Reezy, klar kenne ich Reezy und, ne, das will ich jetzt nicht sagen. Und ich wusste auch, dass er in Too Fashion ist, aber Kalim, sage ich euch ehrlich, ja, kenne ich auch, aber ich habe keinen Plan, schon mal, wie er sich anzieht. Okay, hier haben wir den Fit. All over Prada, Prada Tracksuit, Prada Hose, Prada Schuhe, schwarzes T-Shirt, eine Chain, Sonnenbrille, Cappy, that's it. Sehr, sehr Deutsch-Rap-lastig. Ja, das ist so dieses, okay, Capital Bra trägt Nike-Tech-Anzüge, aber ich mache das auf expensive. So mit Prada-Anzug. Ich weiß wirklich nicht, wie er sich sonst anzieht, aber das Outfit gefällt mir nicht. Es ist wahrscheinlich authentisch, aber es ist von den Proportionen nicht schön. Die Hose ist viel zu eng für diesen klobigen Schuh. Es ist kein gutes Outfit, Freunde. Es ist wirklich kein gutes Outfit. Ich glaube, die Hose ist auch vielleicht ein, zwei Nummern zu klein gekauft worden, tatsächlich. Hätte ich einiges anders gemacht an dem Outfit. Deswegen gibt es für mich dafür leider nur eine 2 von 10. Nur eine 2 von 10 für das Outfit, Freunde. Taugt mir nicht. Halbzeit, Freunde. Ein Name, den ich jetzt schon sehr, sehr oft gelesen habe, ist Bands Lacking. Und das laden wir jetzt einmal rein. Overall sieht es schon mal sehr wild aus, aber wir gucken uns den letzten an. Den letzten Fit, wenn man schon will, hier links zu sehen. Ich muss ehrlich sagen, was mir direkt auffällt, was der Boy sich hier mit den Schuhen und der Hose gedacht hat, I don't know. Gefällt mir gar nicht. Ich verstehe diese Schuhe mit der Hose 0,0. Erst links, ja, I got it. Wilde Fridde Frisur, Freunde, wenn das mit meinen Haaren weitergeht, kann ich das auch machen. Ja, crazy Typ, authentischer Look, Balenciaga Zip, Balenciaga T-Shirt, Sonnenbrille, Hose. Sieht auch nach Balenciaga aus, Balenciaga Gürtel und diese Dead Shoes. Ich glaube, die sind sogar auch von Balenciaga. Kann das sein? Ja, ich glaube, das trifft so den aktuellen Zeitgeist. Aber auf diese New Wave. Das bedeutet sehr baggy fit, komische Silhouetten, komische Schuhe. Wisst ihr, wie ich meine? Er trägt voll Balenciaga. Ja, habe ich ja gerade gesagt. Er hat sich natürlich jetzt einfach gemacht. Eben aus dem Grund, dass das ein Full Balenci Outfit ist. Aber overall ist das halt wirklich ein Eulenfit. Muss man wirklich sagen. Es ist ein Eulenfit. Es ist sogar hier nochmal ähnlich wie hier. Ja, da drunter quasi diese Balenciaga Adidas Collab, wenn es mich nicht täuscht. Ich finde den Zip krass. Ich finde die Hose krass. Ich hätte die Hose nicht mit den Schuhen angezogen. Aber es ist ein Vibe. Ich finde auch die Handschuhe so, so geil. Wirklich, habe ich mir by the way auch gezogen. Aber meine aktuelle Handsituation gibt das nicht her, die zu rocken. Aber wobei doch, ich könnte ja... naja, ich muss sagen, krasser Fit. Ich gebe dem auch eine 8 von 10. Gefällt mir. Aber er hat auch bessere, muss ich sagen. Aber er hat aber auch schlechtere. Also es ist natürlich so ein bisschen dieses, yo, ich will anders sein und ich will mich auch bewusst anders anziehen. Koste es, was es wolle. Wisst ihr, wie ich meine? Koundé. Spreche ich das richtig aus? Koundé? I don't know, bro. Ich bin Real Madrid-Fan. Aber wir sliden rein. Schönes Bild auch, kann man gut bewerten. Remover-Koffer, Goya-Bag, ein Tracksuit, bestehend aus einer Jacke und einer Pants.
Adidas-Schuhe und noch eine Sonnenbrille. Also was diese Schuhe mit diesen Tracksuit sollen, sag ich ehrlich, verstehe ich nicht. Also, das hat nichts miteinander zu tun. Auch er, wenn ich hier mal so rüberslide, hat deutlich bessere Fits. Ja, sehr guter Fit hier an der Stelle. Aber das hier ist cool. Dieser Anzug ist nice. Auch so die detachable Dinger. Das Logo hätte man definitiv weglassen können. Ich fühle die Brille, ich fühle das hier. Aber die Schuhe scheißen für mich komplett rein. Sowohl als farblich, als auch nicht, dass das ein scheiß Schuh ist, sondern die Silhouette, der Vibe, der mir dieser Schuh gibt, passt nicht zu dem Rest. Und deswegen ist das leider für mich nur eine 5 von 10. Next Round, Freunde. Wen haben wir am Start? Ying Kalle. Ich glaube, Ying Kalle hatten wir tatsächlich schon mal, wenn ich mich richtig erinnere. Aber auch da können wir mal reinsliden. Balenciaga Arena an den Füßen. Und das ist interessant, weil ohne Witz, ich habe auch schon mal drüber nachgedacht, ob die nicht irgendwann ihren Comeback wieder feiern. Aber ich sage ehrlich, wenn ich die so sehe, dann nicht. Und vor allem nicht der Rote. Dazu eine Pants. Dazu eine... Sieht man noch mehr? Ja, eine Puffer-Jacket. Man sieht jetzt nicht so hundertprozentig, was die Details von diesem Outfit sind. Ich finde, die Puffer-Jacke macht einen guten Eindruck. Ich sehe auch nicht, ob das hier ein Rollkragen ist. Ich kann leider nicht die Brille so gut erkennen. Aber die Hose mit diesen Schuhen ist eine sehr, sehr, sehr schwierige Kombination. Aber ich feiere es, dass er wieder versucht wird, auf so einen alten Vibe draufzusteigen. Und dann wieder was jetzt angeblich ja out ist, cool zu machen. Wisst ihr, wie ich meine? So, I don't give a fuck, ich mach das und ich zieh das durch und ich fühle das und bring so die 90s back. Wisst ihr, wie ich meine? Nicht, dass das jetzt in den 90ern cool war, aber ihr wisst so vom Vibe her. Aber dennoch muss ich das Outfit bewerten und deswegen gebe ich diesem Outfit leider eine 3,5 von 10. Und dann sind wir auch schon beim letzten für heute angekommen, Freunde. Haut raus, wen wollt ihr haben? Noch einen Banger, wir brauchen noch einen Banger. Ewa, Younghorn. Er wurde jetzt hier zweimal reingeslidet. Ewa. Here we go. Sonnenbrille. Sieht aus wie Prada oder so. Schwarz-goldene Sonnenbrille. Lederjacke. Prada-Bag. Eine Anzugshose. Und an den Füßen kann man das vielleicht nochmal erkennen. Diese Treter hier. Was sind das denn für Treter? Sieht auch nach Prada aus, glaube ich. Eher ein untypisches Younghorn-Outfit. Ich hätte jetzt eher mit sowas mehr gerechnet. Was ich aber gar nicht schlimm finde, weil ich finde, es ist ein cooles Outfit. Zwar sehr ruhig, nicht so übertrieben, ein bisschen zurückhaltender. Gerade die Jacke bringt da so eine gewisse Ruhe rein und aber auch so eine Erwachsenheit, was ich aber cool finde. Ich finde es nicht so nice, dass hier dieses Muster vom Rollkragen so mit dem Muster von der Tasche gar nicht harmoniert, wenn ihr versteht, was ich meine. Und was mir auch so ein bisschen gegen den Strich geht, sind diese Schuhe. Feiere ich nicht. Aber abseits davon, nices Outfit, gefällt mir. Und deswegen gebe ich diesem Outfit eine, auch 6,5 von 10. Er sieht so ein bisschen aus wie so ein 70-jähriger Opa. Ja, aber so ist halt auch sein Vibe. Wisst ihr, ich meine? Er zieht sich gerne an wie ein bisschen verrückter als jetzt dieses Norm. Aber das ist auch das, was ich fühle und das, was auch nice ist. Und das, was ihn auch, was ihn dann auch letztendlich authentisch macht. Na, Freunde, dafür haben wir, das heißt, wir haben heute eine Putt-Situation. Einmal zwischen Shai mit seinem Outfit, diesem Kollegen hier, ein bisschen auf die Androgyn-Vibes gecatcht, mit Ben. Und sorry, hate it, I love it, aber Shai gewinnt, weil das Outfit ist von Head to Toe sick. Nicht zu sehr auf Krampf, super alltagstauglich, trotzdem genug Spesäß, um ehrlich zu sein. Und diese Schuhe und die Jacke sind unfassbar. Er ist für mich heute safe der Gewinner. Ja, ich hoffe, das hat euch gefallen und vielleicht müssen wir das wieder öfter machen, Freunde.